Mein Name ist Christian Schündehütte, ich bin Schulleiter in der Comenius-Schule Magdeburg. Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema Umwelterziehung. Aufgrund der öffentlichen Diskussion haben wir das Thema hier noch stark forciert und die Schüler sind mit vollem Einsatz dabei. Diese Projekte bestehen zum Beispiel aus der Papierannahme, wo Schüler einmal wöchentlich das Papier annehmen. Dann haben wir das 50-50-Projekt, wo Schüler die Heizung, die Fenster und das Wasser kontrollieren. Und dann haben wir das Plus-Kids-Projekt. Diese Schüler beschäftigen sich mit erneuerbaren Energien. Auf dem Schulgebäude befindet sich eine große Photovoltaikanlage und damit unsere Schüler dies besser verstehen, gibt es hier viele Experimente in kleinen Miniaturformen